Kann es Dinosaurierfossilien auf dem Mond geben? Ich weiß, jetzt haltet ihr mich erstmal für verrückt und denkt euch, was stimmt nicht mit dir? Aber was ist, wenn ich euch sage, dass das gar nicht mal so unwahrscheinlich ist? Am Ende des Videos werdet ihr mir vielleicht sogar recht geben. Legen wir los. Das Dinosaurierzeitalter, das sogenannte Erdmittelalter, wird in drei Zeitspannen eingeteilt. In Trias, Jura und Kreidezeit. Ein Zeitalter, das vor ca. 230 Millionen Jahren begann und vor ca. 66 Millionen Jahren endete. Wir wissen alle wie. Am artenreichsten waren die Dinosaurier im oberen Jura vor ungefähr 150 Millionen Jahren und ab dann ging es mit ihnen langsam, aber sicher bergab. Doch dazu und wie sie vielleicht auf dem Mond gelandet sind, gleich mehr. Die Welt, so wie wir sie heute kennen, die gab es damals noch nicht, also den Planeten schon. Aber kein Afrika, kein Europa und kein Asien. Zumindest nicht so, wie wir es heute kennen. Als die Dinosaurier noch die Herrscher über den Planeten Erde waren, lebten sie alle gemeinsam auf dem Superkontinent Pangea. Eine riesige zusammenhängende Landfläche, die größte, die es in der Geschichte der Erde jemals gegeben hat. Wie würde sich das Leben eigentlich heute gestalten, würde es Pangea noch geben? Dazu vielleicht bald in einem anderen Video mehr. Doch wie es irgendwann kommen musste, hatte auch die Zeit der Dinosaurier irgendwann ein Ende. Vor 66 Millionen Jahren schlug im heutigen Golf von Mexiko ein riesiger Asteroid ein und löschte zwei Drittel aller Tier- und Pflanzenarten aus. Der kosmische Brocken hatte wohl einen Durchmesser von 10 bis 15 Kilometer, oft werden 12 oder 14 Kilometer genannt. Den Asteroiden nach Millionen von Jahren auf den Meter genau zu bestimmen, ist kaum möglich. Wie schnell war eigentlich der kosmische Todbringer und was hat das mit den Dinosaurierfossilien zu tun? Der kosmische Brocken schlug mit einer enormen Geschwindigkeit von 20 bis 40 Kilometern pro Sekunde in einem relativ flachen Winkel weniger als 45 Grad ein. Der Einschlag verursachte einen enormen Krater mit einem Durchmesser von über 180 Kilometer. Dieser ist allerdings nicht der größte in der Geschichte des Planeten. Dazu bald in einem eigenen Video mehr. Abonniert jetzt schon mal den Kanal, um das nicht zu verpassen. Der Meteorit und Teile der Erdkruste verdampften beim Aufprall innerhalb einer Sekunde nahezu vollständig. Die beim Aufprall freigesetzte Energie, und jetzt haltet euch bitte fest, dürfte je nach Masse und Geschwindigkeit des Meteoriten der Explosionskraft von 100 bis 200 Millionen Atombomben entsprechen, die auf Hiroshima abgeworfen wurden. 100 bis 200 Millionen Mal die Explosionskraft der Atombombe Little Boy. Wow. Könnt ihr euch das irgendwie vorstellen? Also ich kann mir das bildlich gar nicht vorstellen. Ihr müsst wissen, dass Gestein sich bei so einem Druck wie eine Flüssigkeit verhält. In den ersten Augenblicken nach dem Einschlag wurden enorme Mengen an Sedimenten und Grundgestein in einer gigantischen Explosion herausgeschleudert. Verdampftes Material gelangte dabei bis in die Stratosphäre und vereinzelt sogar darüber hinaus. Ein Teil des Gesteinsmaterials, das in die Atmosphäre geschleudert wurde, regnete über tausende Kilometern verteilt wieder auf die Erdoberfläche zurück. Doch nicht alles. Wissenschaftler gehen sogar davon aus, dass das Gestein, was ins Weltall geschleudert wurde, nicht nur unter den Mond oder sogar den Mars erreicht hat, das Gestein könnte sogar bis zu den Jupitermonden vorgedrungen sein. Und das ist wirklich keine kurze Strecke, der Jupiter ist je nach Lage zwischen 600 Millionen und 900 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Zum Zeitpunkt des vernichtenden Asteroideneinschlags waren Dinosaurier bereits über 170 Millionen Jahre alt. Es gab schon damals versteinerte Dinosaurierüberreste in Form von Fossilien und noch nicht ganz so alte Knochenreste. Kann es also sein, dass diese im Grundgestein der Erde verschlossenen Fossilien mit ins All geschleudert wurden? Könnten zukünftige Mond- und sogar Mars-Missionen Reste dieser Gesteins Brocken finden, analysieren und auf Fossilien stoßen? Vielleicht sogar auf organisches Material? Zugegeben, es ist sehr unwahrscheinlich, dass irgendwas Lebendes den Bedingungen des direkten Einschlags oder den tödlichen Verhältnissen des Weltalls standhält. Es ist allerdings möglich, dass die Gesteinsbrocken Leben auf andere Planeten wie den Mars oder die Jupitermonde gebracht haben. Mikrobakterielles Leben, das auf dem Weg dorthin zerstört wurde. Klingt erstmal hoffnungslos, ist es aber nicht. Denn bereits in der Vergangenheit schafften Wissenschaftler es, alte Bakteriensporen wieder erfolgreich zu beleben. Sollte es also im Weltall, zum Beispiel auf dem Mars, Überreste der Kollision auf der Erde geben, könnten wir dort Leben und vielleicht Fossilien von Dinosauriern finden. Leben, das ursprünglich vom Planeten Erde stammt. Dass Planeten untereinander Gesteine austauschen, ist nichts Neues. Auf der Erde fand man bereits Gestein vom Mars, das nach einem Asteroideneinschlag vor langer Zeit ins All geschleudert wurde und dann auf der Erde gelandet ist. Also wieso nicht andersrum? Die ersten bemannten Mars-Missionen werden sicherlich noch einige Jahre auf sich warten lassen, aber zum Mond soll es ja bekanntlich schon früher gehen. Ob die Astronauten dann Dinosaurierfossilien finden, das können wir jetzt noch nicht wissen. Die Möglichkeit besteht, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, doch das Erstaunen, das wäre sehr groß. Was denkt ihr darüber? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und abonniert den Kanal für weitere spannende Videos. Bis zum nächsten Mal.